Für dein Solospiel mischst du alle Entwicklungs- und alle Schatzkarten zusammen. Wähle aus diesem Stapel 8 Karten verdeckt aus. Mische 4 Katastrophenkarten in diesen Stapel und lege ihn verdeckt ab. Dies ist dein Gefahrenstapel. Die restlichen Karten bilden offen deinen Entwicklungsstapel. Im Solospiel nimmst du dir anstatt der 2 Fallenplättchen 2 Spionageplättchen. Drehe eines der beiden auf seine sehende und noch verfügbare Seite. Lege zu Beginn der Auswahlphase jeweils 2 Karten vom Entwicklungsstapel offen in jeden der beiden Angebotsbereiche. Wähle einen der beiden Angebotsbereiche und lege die Karten in deinen Auswahlbereich. Lege jetzt eine Karte vom Gefahrenstapel verdeckt in den Angebotsbereich, den du nicht gewählt hast. Und fülle den Angebotsbereich mit 2 Karten vom Entwicklungsstapel auf. Wiederhole dies und lege jedes Mal eine verdeckte Karte in den Bereich, den du nicht gewählt hast. Am Ende der Auswahlphase wirfst du alle nicht gewählten Karten ab. Und erst jetzt darfst du deine verdeckt gewählten Karten in deinem Bereich umdrehen. Wie gewohnt spielst du die Planungs- und Produktionsphase. Da du alleine spielst, erhältst du den Machtbonus, wenn du mindestens 5 Ressourcen einer Art produzierst. Ein ungenutztes Spionageplättchen darfst du einmal pro Runde ausspielen, um eine verdeckte Karte umzudrehen. Danach drehst du es auf seine genutzte Seite. Nach jeder Runde darfst du ein Spionageplättchen wieder aktivieren. Verfügbare und nicht genutzte Spionageplättchen behältst du über Runden hinweg. Ebenso darfst du einmal pro Runde, sofort nachdem du dir einen Angebotsbereich gewählt hast, 2 offene Karten abwerfen, keine Katastrophenkarten, und nimm dir dann die obersten 3 Karten vom Entwicklungsstapel. Wähle eine davon aus und lege sie in den Angebotsbereich, bevor du dir die Karten von dort nimmst. Die anderen Karten wirfst du ab. Am Ende zählst du wie gewohnt deine Punkte. Hast du mit der A-Seite gespielt, ziehe 15 Siegpunkte von deinem Ergebnis ab. Du kannst jedes der Module für dein Solospiel verwenden. Vergleiche in den Wertungstabellen, wie du dich in deinem wundervollen Königreich geschlagen hast. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg bei deiner ersten Solo-Variante von Ein wundervolles Königreich. Verpasse mit einem Abo keine weiteren Solo-Varianten auf Die KI und ich. Ahoi!